Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. FA Cup, die vierte Runde steht heute auf dem Programm und da sind wir zu Gast an der Moulton Road beim Zweitligisten Brighton. Und jetzt, wo ich gerade den Namen erwähne, da fällt mir ein, oder es kommt mir zumindest so vor, als hätten wir schon mal gegen Brighton gespielt. Kann das sein? In der ersten Saison haben wir da auch vielleicht schon im FA Cup oder Capital One Cup gegen die gespielt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das heutige Ziel sollte klar sein, die nächste Runde, Runde Nummer 5, zu erreichen. Und das möglichst ohne ein Wiederholungsspiel. Sprich, wir wollen das heute möglichst nach 90 Minuten geregelt kriegen. Und ihr seht anhand der Startaufstellung, es gab insgesamt 9 Veränderungen gegenüber dem letzten Premier League Spiel, was wir mit 2:1 bei Leicester City gewonnen haben, nach einem 0:1 Rückstand. Sind wir sehr gut zurückgekommen, war eine gute Leistung. Die einzigen beiden Spieler, die dort noch gespielt haben in der Startelf, waren Ben Davis, der Linksverteidiger, und Sanabria, der eben gegen Leicester City sein Debüt gegeben hat und gleich mal getroffen und das andere Tor vorgelegt hat. Klasse Spiel von Paraguay, der auch heute also wieder gleich von Anfang an ran darf. Das hier sind die anderen Partien im FA Cup. Das absolute Spitzenspiel wird wohl das hier sein zwischen den Gunners und den Reds, Arsenal gegen Liverpool. Und wir müssen die Pflichtaufgabe irgendwie bewältigen. An der Moulton Road, 24. Januar 2021. Lucas Patrick ist heute der Schiedsrichter bei bewölktem Wetter. Gehen wir rein ins Spiel, würde ich sagen, liebe Freunde. Was ich beim letzten Mal vergessen habe, bei der ganzen Aufregung um die Transfers und so weiter, ist die Tabelle der Premier League. Da gucken wir natürlich nach diesem Spiel nochmal ganz schnell drauf. Die Ergebnisse müssen wir, glaube ich, jetzt nicht alle nochmal uns anschauen. Aber zumindest die Tabelle ist natürlich sehr interessant. Wir haben unseren dritten Platz auf jeden Fall mindestens gefestigt. Vielleicht sind wir sogar noch näher an West Ham United herangerückt. Aber Liga ist das eine Paar Schuhe. Heute kümmern wir um das andere. Und das heißt eben FA Cup Runde 4. Der älteste Fußballpokalwettbewerb der Welt, hier im Mutterland des Fußballs, England. Und da kommen die Mannschaften aufs Feld. Wer Favorit sein sollte, dürfte wohl mehr als deutlich sein. Aber wir haben uns ja schon das eine oder andere Mal schwer getan gegen vermeintlich Kleine. In der letzten Runde haben wir den Viertligisten Exeter City mit 5:1 geschlagen. Klingt deutlich, aber wir haben uns lange, lange Zeit schwer getan, sind sogar in Rückstand geraten, aber konnten das Spiel dann doch eben mit 5:1 gewinnen. Hier die Elf von Brighton. Walton im Tor, Chippendale ist der Rechtsverteidiger, Goldson Dank in der Innenverteidigung, Bong links, Manu ins, Foster Cascade und March im Mittelfeld, Baldock und Murphy die Doppelspitze. Der Zweitligist beginnt also mutig mit 2 Stürmern. Und ich habe ehrlich gesagt auch überlegt, ob wir hier heute mit 2 Spitzen spielen. Aber habe mich dann doch dazu entschieden, das bislang gute 4-5-1-System wieder anzuwenden. Das heißt, Neuzugang, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja beim letzten Mal Saido Berahino verpflichtet für 35 Millionen Euro Ablöse als Harry Kane-Ersatz. Der sitzt heute erstmal nur auf der Bank. Kommt eventuell im Laufe der Partie rein, kommt ein bisschen drauf an, nach dem Spielverlauf. Berahino allerdings erst einen Tag bei der Mannschaft. Also wenn es irgendwie geht, möchte ich ihn heute noch nicht unbedingt bringen. Das ist Lucas Patrick, der blonde Schiedsrichter, der seine Uhr stellt und jetzt anpfeift. Anstoß für Swansea, die heute im Auswärts-Grün-Blau spielen, von rechts nach links im ersten Durchgang. Und ihr seht schon, anhand der Namen, Dominic Lloyd zum Beispiel oder der erst 17-jährige Russell in der Startelf, es wurde kräftig durchgetauscht. Fernandes, einer der wenigen Erfahrenen heute im Team. Das ist Ben Davis mit dem ersten Knappfehlpass. March hält den Schlappen dazwischen. Davis also neben Sanabria der Einzige, der schon im letzten Spiel von Anfang an dabei war. Angriff über die linke Seite. Davis wird da abgeräumt. Kein Foulspiel. Also manchmal sind die Schiedsrichterentscheidungen extrem merkwürdig. Davis ist da verletzt liegen geblieben. Und genau über seine Seite kommt jetzt der Angriff. Ayew muss da eigentlich mit zurückeilen, aber Loi macht das gut, rückt aus der Innenverteidigung erstmal heraus und gewinnt diesen Zweikampf.
Das ist Adam Handy. Mit dem langen Ball Richtung Isgrove. Aber gut verteidigt da von Manu. Vom Linksaußen aus Ghana. Wow, und die gehen hier ganz schön resolut zur Sache, die Verteidiger von Brighton. Aber sie können auch Fußball spielen. Davon gehe ich doch stark aus. Bong der Kameruner auf Manu. Der vielleicht technisch beste Mann, aber dann der Fehlpass. Während Anne Schäbe West Brom in Führung bringt. Ich hoffe, mit einem Auge bin ich immer so kurz am Spielfeldrand, ob Ben Davis weitermachen kann. Aber ich glaube, er ist schon wieder mit auf dem Feld. Scheint für den Linksverteidiger weiterzugehen. Deswegen Ayu hier gerade ein bisschen häufiger hinten zu finden. Aber da ist er wieder. Ben Davis, auch ohne Pflaster, ohne Verletzungsprobleme, kann er weitermachen. Jetzt wird auch mal ein Zweikampf hier abgepfiffen vom Schiedsrichter. Chan führt ihn schnell aus. Ben Davis mit dem langen Ball Richtung Ayu. Klaut Chippendale den Ball. Und bringt die Flanke Richtung Sigurdsson. Oh, und über dessen Körper stolpert erstmal Walton, der gegnerische Torwart. Sah etwas merkwürdig aus. Jetzt kommt wieder Manu. Mit dem nächsten Fehlpass. Sigurdsson dazwischen. Macht das Spiel schnell. Sanabria wollte den Ball rechts vorbeilegen am Gegner. Ein bisschen zu weit vorgelegt. Aber Sanabria geht sofort wieder drauf, will den Ball zurückgewinnen. Und durch seinen Einsatz bekommt Sigurdsson den Ball. Aber sein Pass ein bisschen zu steil. Denkst du? Na, guck mal an, wer da ist. Antonio Sanabria haut die Eckfahne um. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, im letzten Spiel, im Ligaspiel gegen Leicester sein Debüt gegeben. Das 1-1 vorbereitet, das 2-1 selbst erzielt und hier erzielt er das 1-0. Nach Vorlage von Michael Russell, dem 17-jährigen Schotten aus unserer eigenen Nachwuchsabteilung. Der schon in der letzten FA Cup Runde spielen durfte beim 5-1 gegen Exeter. Ebenfalls ein Tor vorbereitet hat. Und hier seine zweite Vorlage und das erste Tor im Turnier für Antonio Sanabria. Also der genießt jetzt schon nach nicht mal zwei Spielen großes, großes Ansehen bei den Fans von Swansea City. Haben wir da etwa einen richtigen Torjäger verpflichtet? Ich hoffe doch. Bei Chelsea nur in der Reserve, bei Swansea trifft er, wie er will, wenn man das jetzt schon sagen kann, nach nicht mal zwei Spielen. Auf jeden Fall bislang seine Benotung äußerst, äußerst gut. Aber das Spiel hier ist natürlich noch lange nicht vorbei. Nicht mal 20 Minuten vorbei. Und Manu, der ist ein bisschen sehr arrogant, möchte seine Technik da häufiger mal zur Schau stellen. Das ist Inns, einer von zwei zentralen Mittelfeldspielern, wieder Manu. Und Russell dazwischen. Also der 17-Jährige macht bis dato ein richtig gutes Spiel. Can. Ah, Sigurdsson in den Rücken gespielt. Und jetzt sind wir da sehr offen. Aber zum Glück kann Brighton das nicht schnell genug ausspielen. Und wir sind rechtzeitig formiert. Nächster Angriff wieder über Ayu. Und Sigurdsson zurück zu André Ayu. Gegen Chippendale. Gegen zwei Akteure André Ayu. Kommt nicht ganz zur Flanke, aber durch den Fehler da in der Innenverteidigung gibt es immerhin den Eckstoß für den Favoriten. Hier nochmal der Treffer von Antonio Sanabria. Knapp unter die Latte, gut platziert. Hart genug geschossen, dass der Torwart da nicht rankommt. Und jetzt die erste Ecke, Gefi Sigurdsson. Richtung Isgrove, der nicht unbedingt der Kopfballstärkste bei uns im Kader ist. Das ist Russell, hält den Ball erstmal sicher im Spiel. Loy mit dem langen Ball. Und da kommt fast Isgrove erneut an den Ball. Fernandes holt den Kopfball. Chan wird da gefoult. Aber auch das wieder nicht gepfiffen. Und schon wieder liegt da ein Spieler von uns verletzungsbedingt am Mittelkreis. Und das wird dann wieder zurückgepfiffen. Ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern manchmal los ist. Gibt auf jeden Fall den Freistoß für die Gastgeber. In 6 Tagen geht es dann auch in der Premier League direkt weiter. Am 30. Januar, kurz vor dem Transferschluss, sind wir zu Gast bei Newcastle United, die auch nicht so weit hinter uns in der Tabelle sind. Fernandes übrigens angeschlagen. Das ist schon mal extrem schlecht. Und der erste Abschluss auf Seiten von Brighton durch Inns müsste es gewesen sein, aus der zweiten Reihe.
So sieht's aus, aber keine Gefahr für Wayne Hennessy, der heute zwischen den Pfosten steht, wie immer in den nationalen Pokalwettbewerben. Aber Fernandes hat ein Pflaster. Ist die Frage, wollen wir da ihn schon rausnehmen? Oh, wir haben heute Ballanta als Innenverteidiger auf der Bank, der bis dato auch nicht so sicher gewirkt hat. Ich versuche mal mit Fernandes noch ein bisschen weiter zu spielen. Wird er eigentlich noch... Oh, er wird momentan noch behandelt. Das ist natürlich doof. Ich hoffe, er wird gleich zurückkommen. Ah, da steht er und hat schon gewunken. Also Fernandes jetzt auch wieder mit von der Partie. Gott sei Dank, Emre Can. Und da ist er gleich am Ball. Fernandes läuft allerdings noch nicht ganz rund. Spielt den Ball deswegen ganz schnell wieder ab. Isgrau versucht, der versucht schnell zu kombinieren, gelingt nicht so ganz. Die vielen personellen Wechsel machen sich da zum Teil dann doch bemerkbar. Gerade auf unserer rechten Seite funktioniert noch nicht so viel über Isgrau und Adam Henley. Jetzt mal gepflegtes Kurzpassspiel hier auf Seiten von Brighton. Aber Endstation Lloyd Isgrau. Fernandes spielt erstmal wieder zurück. Ich glaube, wir werden Fernandes doch auswechseln müssen. Sanabria holt den Kopfball. Sehr schön. Sigurdsson. Und dann die gute Idee von Sanabria, Ayew zu schicken. Ball kommt aber nicht durch. March dazwischen. Diesmal Lloyd dazwischen. Und jetzt die Konterchance. Klasse Zuspiel von Russell erneut. Für Lloyd Isgrau. Verfolgt von Bong. Ist schneller als der Linksverteidiger, aber... Abstoß ist nicht unbedingt seine Stärke. Der Ball ging dann doch noch gute 2-3 Meter über das Tor von Walton hinweg. Trotzdem gute Möglichkeit. Und Fernandes trotz Verletzung gewinnt da ein Zweikampf nach dem anderen. Can im Zusammenspiel mit Davis, Foster Keskey gut dazwischen. Ja, also nicht unser Foster Keskey, sondern der Namensvetter. Emre Can, stark gemacht. Ayew, Russell versucht sich durchzubeißen. Diesmal kein Foul. Ah, aber der Pass von 17-jährigen Schotten dann diesmal viel zu schwach. Schade. Trotzdem gute Aktion. Ein junger Akteur wie er mit seinen 17 Jahren darf sich da mal solche Fehler erlauben. Sigurdsson. Ah, Sanabria versucht sich diesmal im 1 gegen 1. Bleibt da hängen. 2 Minuten Nachspielzeit, die jetzt vorbei sind. Und damit geht es in die Pause. Knappe Führung für den Favoriten aus Wales, aus Swansea, durch seinen Treffer Antonio Sanabria. Zweites Pflichtspiel, zweiter Treffer. Für ihn läuft es, genauso wie für das gesamte Team von Swansea. Hier ein paar Zwischenstände. Die Ergebnisse werden wir uns allerdings erst im Nachgang anschauen. Ich weiß, habe ich beim letzten Mal auch gesagt in der Halbzeitpause, aber diesmal werden wir es auch wirklich tun. Keine Sorge. Aber jetzt spiele ich mal auf Sicherheit Hyde und nehme Limina tatsächlich raus gegen Ballanta. Und ich überlege gerade auch Davis vielleicht rauszunehmen. Wobei wir machen erstmal mit dem Einwechsel so weiter. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da haben wir gerade kurz Gareth Bale im Bild gesehen. Mit Trainingsjacke hat sie da gerade warm gemacht. Auf jeden Fall eine Vorsichtsmaßnahme. Ballanta, der Kolumbianer. Also jetzt in der Innenverteidigung neben Dominic Loy. Und damit rein in die zweite Hälfte. Brighton, der Underdog immer noch in Blau und Weiß. Die gerade den Ball führen und jetzt auf das linke Tor zu spielen. Und wir können den Gegner eigentlich erstmal ein bisschen kommen lassen. Denn so viele Torchancen konnten sie sich bislang auch nicht herausspielen. Gut gemacht von Emre Can. Jetzt die Konterchance, Sigurdsson. Ah, der Ball ein bisschen zu steil. Sanabria ist nicht der langsamste. Zwar auch nicht der allerschnellste, aber wenn der Pass noch ein bisschen genauer kommt, und daran lag es in dieser Situation, hätten wir da noch mehr draus machen können. Nächster Anlauf. Russell, Sigurdsson, Isgrove. Russell, gut gespielt. Wong diesmal aber vor Sigurdsson. Oh, und der grätscht da völlig übermotiviert in den Gegner hinein. Das wird wahrscheinlich noch eine gelbe Karte zur Folge haben bei der nächsten Spielunterbrechung. Aber es bleibt dabei. Kaum Möglichkeiten für den Gastgeber, sich hier offensiv in die gefährlichen Räume zu spielen. Ayew diesmal dazwischen, Sanabria und Sigurdsson hat ja einen guten Schuss.
Ich glaube, da war allerdings noch ein Abwehrspieler dran, deswegen gibt es da zu Recht den Eckstoß. Gucken wir nochmal drauf. Ja, da war das Knie eines Innenverteidigers noch dazwischen. Jetzt der erste Wechsel. Foster Keskey geht vom Feld und Behram Kayal kommt in die Partie. Ein etwas offensiv ausgelegterer Mittelfeldspieler. Mal gucken, ob Brighton jetzt gefährlicher wird. Aber jetzt erstmal die Ecke von Gefi Sigurdsson. Die kommt nicht schlecht. Loi verliert das Kopfballduell. Zweiter Ball. Wieder Sigurdsson mit viel Schnitt. Aber wieder musste da Isgrove ins Kopfballduell. Und erst der vermutlich kleinste und Kopfballschwächste bei uns im Team. Den mit hohen Flanken zu füttern, ist nicht sehr erfolgsversprechend. Nächster Angriff. Emre Can, klasse gespielt. Sanabria fällt im Strafraum. Und jetzt gibt's natürlich endlich mal den Elfmeter. Und auch noch die rote Karte. Notbremse vom Rechtsverteidiger Danny Chippendale. Aber klasse herausgespielt von Swansea. Sanabria wollte gerade abschießen. Der Ball wird nicht getroffen. Er bringt Sanabria aus dem Gleichgewicht. Und somit Elfmeter und Rot. Ein bisschen hart, aber ich denke, richtig entschieden. 62. Minute und der Kapitän hat sich den Ball geschnappt und möchte hier den Kurs jetzt auf fünfte Runde stellen. Gefi Sigurdsson gegen Wolten. 2-0. Und das dürfte wahrscheinlich auch die Vorentscheidung gewesen sein. Endlich trifft der Kapitän mal wieder. Wenn ich mich richtig erinnere, an den ersten beiden Spieltagen hat er jeweils getroffen. Seitdem überhaupt nicht mehr. Und jetzt trifft er vom Punkt. Der Isländer bleibt ganz cool, wie er es aus seiner Heimat kennt. Der dienstälteste Akteur übrigens bei uns im Kader, Gefi Sigurdsson. Und jetzt muss Brighton hier schon ein halbes Wunder heraufbeschwören, um hier das Spiel noch irgendwie zu drehen. Bong. Oder haben sie etwa jetzt schon aufgegeben nach der roten Karte? Es sieht schon fast ein bisschen danach aus. Ein bisschen zu viel mit den Händen gearbeitet von Torschützen. Sigurdsson gibt den Freistoß für Brighton. Und ich denke, die Chance können wir jetzt mal nutzen, um auch nochmal zu wechseln. Um zum Beispiel Ben Davis ein bisschen die Kräfte schonen zu lassen. Warum nicht? Foster Keskey darf nochmal ein paar Minuten. Wir könnten natürlich jetzt Berahino zu seinem Pflichtspieldebüt verhelfen, aber ich denke, er wird erst beim nächsten Mal im nächsten Spiel gegen Newcastle spielen, zum Einsatz kommen. Heute bringen wir nochmal Osako anstelle von Sanabria, der auch heute wieder gut gespielt hat, das erste Tor diesmal selbst gemacht hat und das zweite mehr oder weniger vorbereitet hat. Er hat ja den Elfmeter herausgeholt. Und genau wie im letzten Spiel gegen Leicester darf er das Spielfeld jetzt verlassen und Osako wird ihn erneut ersetzen. Davis ebenfalls raus. Klatschtrichter ab mit Osako und darf jetzt ein bisschen die Kräfte regenerieren. So, Wechselkontingent erschöpft. Noch 25 Minuten zu gehen. Wir sind ein Mann mehr auf dem Feld. Ich denke, das sollten wir jetzt wirklich irgendwie über die Zeit bringen. Russell will durchstecken zu Osako. Aber seine Pässe sind halt noch nicht optimal getimed. Aber wie gesagt, so ein 17-Jähriger darf natürlich solche Fehler noch machen. Dominik Leuter, Innenverteidiger. Sigurdsson, Osako. Wow, und da wurde er auch nochmal extrem behindert am Torschuss. Aber da hat der Schiedsrichter sich wohl nicht getraut, nochmal auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Aber ich denke, das wird am Ende auch nicht spielentscheidend sein. So, das Spiel können wir jetzt eigentlich auch relativ locker runterspielen. Muss eine Mannschaft wie Swansea auch das jetzt nicht mehr zu gefährden. Adam Handley, Isgrove. Lloyd Isgrove kann auch mal seine Technik hier ein bisschen ausspielen. Russell nochmal zurückgespielt auf Foster Keskey. Brighton, aber ich glaube, die haben hier die Köpfe auch schon hängen. Die glauben nicht mehr an das Wunder. Loi wird jetzt nochmal gefoult. Gibt den Freistoß, aber immerhin nochmal den Wechsel. Bei den Gastgebern. Dave Stevens kommt in die Partie anstelle von Rowan Ince.
aber das wird wahrscheinlich am Ende auch nicht mehr so viel am Ergebnis beeinflussen. Freistoß nochmal, Forster Keskel bringt den Ball hoch und weit Richtung Emre Can, der sich da hoch schraubt zum Kopfball, aber Bong, der Kameruner mit dem Haarspitzen dazwischen, deswegen gibt es die nächste Ecke, Gefi Sigurdsson Richtung Forster Keskey, aber der bleibt an Manu hängen im Duell der Kopfballgiganten. Sigurdsson, nächste Aktion Forster Keskey Richtung Osako, der kann sich im Kopfballduell allerdings nicht durchsetzen. Manu, der kleine Egoist, bleibt auch diesmal wieder hängen an Sigurdsson. Isgrove und jetzt die riesen Konterchance. Und jetzt wollen sie es hier aber ganz schick zu Ende spielen. Ayu. Und dann bleibt der schlussendlich an Goldson. So heißt er, glaube ich, der Kapitän von Brighton. Hängen. So, aber jetzt haben sie vielleicht nochmal die Möglichkeit. Durch March gegen Ballanta, der sich dann nicht gut anstellt im Zweikampf. Wow, und der spielt da zwei Swansea-Verteidiger spindig, der rechts außen. Aber die Flanke in die Hände von Hennessey. Nächste Konterchance. Osako. Links eine Menge Platz für André Ayew. Sigurdsson, Ayew, kein Abseits. Osako kommt da herangerauscht. Der Torwart lässt den Ball da nach vorne abklatschen. Hätte Osako das gewusst, hätte er wahrscheinlich sich nicht in die Flanke reingeworfen. So Konterchance über Sam Baldock. Ehemaliger West Ham-Stürmer übrigens. Aber Murphy kann sich nicht durchsetzen gegen Ballanta, der zum Einwurf klärt. Und damit der letzte Wechsel. 4 Minuten von dem Ende. Mona Kana kommt in die Partie anstelle von Solly March, der noch mit der gefährlichste auf Seiten des Gastgebers war. Nochmal die Flanke, Bong. Ballanta erstmal dazwischen, wieder Bong. Nächster Versuch. Oh, und immerhin mal ein guter Abschluss. Allerdings genau in die Handschuhe von Wayne Hennessey. Osako kann sich da im Duell nicht durchsetzen. Wäre eine riesen Konterchance gewesen. Der zweite Gast macht nochmal Alarm hier in den letzten Minuten. Forster Keskey und jetzt nochmal die nächste Konterchance. Sigurdsson. Osako muss den Ball weiterleiten. Kein Foul, kein Abseits. André Ayew. Oh, die Flanke war mitnichten scheiße. Emre Can war gut im Zentrum anspielbar, aber die Flanke von Ayew einfach viel zu ungenau. André Ayews Vertrag läuft ja übrigens aus, wollte ich schon im letzten Spiel ansprechen. Hat allerdings noch keine Angebote von anderen Vereinen bekommen, so wie es aussieht. Und ich möchte ehrlich gesagt den Vertrag von Ayew auch nicht verlängern. Also er wird uns höchstwahrscheinlich so oder so am Saisonende verlassen. Kaya nochmal. Nach seiner Einwechslung nicht so viel zu sehen. Er geht weite Wege. Aber das bringt nichts, wenn er den Ball dann nochmal zurückspielt. Und der Schiedsrichter hat die Partie beendet. Also am Ende ein relativ sicheres 2:0 von Swansea City hier beim Zweitligisten aus Brighton. Und damit stehen wir in der 5. Runde. Unser Ziel ist erreicht. Mann des Tages war für mich, genau wie im letzten Spiel, nicht Sigurdsson, sondern Sanabria, der das erste Tor geschossen hat, das zweite durch den Elfmeter, den er rausgeholt hat, mehr oder weniger vorbereitet hat. Nochmal Shake Hands, Fair Play, so muss das sein. Der Zweitligist hat, glaube ich, eingesehen, dass sie heute die unterlegene Mannschaft waren gegen den aktuellen Tabellendritten aus der Premier League. Allerdings, so viele Chancen hatten wir heute eigentlich gar nicht, aber zwei davon haben wir gut genutzt. Sigurdsson wurde sogar zum Spieler des Tages ernannt. Interessant. Okay, Sanabria 7,0. Ich fand ihn eigentlich ein bisschen stärker. Aber sei es drum. Und warum hat Russell keine Torvorlage bekommen? Der hat das 1-0 eigentlich perfekt vorbereitet. Aber auch die Vorlage wurde ihm nicht gut geschrieben. War, glaube ich, schon im letzten Spiel der Fall, dass unser Linksaußen Gray einen Assist nicht gut geschrieben bekommen hat. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Wenn man sich über solche Sachen schon beschweren kann, dann läuft es vermutlich ganz gut aktuell. Damit sind wir seit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage. Und 11 von diesen letzten 13 Pflichtspielen haben wir
gewonnen. Also es läuft momentan wirklich sehr gut. So gut, dass wir nochmal eine extra Schicht individuelles Training einführen. Und Dominik Loi macht einen Sprung. Guck mal einer an. Auf jetzt einer 75, der seine Defensivwerte weiterhin gut verbessert. Das freut uns natürlich sehr zu sehen. Ziel Kaiserslauterns Stojkovic kostet fast nichts. Da haben sie wohl jemanden ablösefrei geholt. Aber bevor ich es vergesse, wir gucken mal ganz schnell auf die Tabelle der Premier League. Und da sehen wir, wir sind noch näher an West Ham United herangerückt. Arsenal weiterhin ganz einsam an der Spitze, 12 Punkte Vorsprung vor uns. West Ham nur noch ein Punkt vor uns, allerdings Man City auch nur ein Punkt hinter uns. Und wir sehen, unser nächstes Spiel wird auch ein sehr wichtiges gegen Newcastle United, den aktuellen Tabellenfünften. Die können wir also auch weiterhin auf Abstand halten. Das wäre schon extrem wichtig, dass wir da punkten. Chelsea und Liverpool dahinter, Man U nur auf 9, Tottenham nur 11. Und die Abstiegszone fängt bereits bei Platz 14 beim FC Everton an, denn die sind nur 2 Punkte hinter einem Abstiegsplatz. Dort stehen momentan Redford, Sunderland und Queen's Park. Und jetzt gucken wir auch nochmal kurz auf die Ergebnisse des FA Cups natürlich. Ob es da bislang irgendwelche Überraschungen gab. Ich werde jetzt mal nicht alle vorlesen. Arsenal gegen Liverpool 0:0, die müssen also in ein Wiederholungsspiel. Man City knapp gewonnen, Man U sicher weiter, West Ham weiter. Queen's Park ausgeschieden gegen West Brom. Und auch Tottenham muss nachsitzen gegen Norwich City, müssen sie in ein Wiederholungsspiel am 3. Februar. Genauso wie Liverpool und Arsenal. Ach, gerade diese Top-Vereine, die international vertreten sind, wünschen sich natürlich eben nicht in ein Wiederholungsspiel zu müssen. Denn das kostet natürlich noch mehr Kraft. Und guck mal an, ein weiteres Kölner Talent, was wir damals geschult haben. Nämlich Sirigu wechselt für 8,5 Mille zum FC Sevilla nach Spanien. Man U verhandelt weiterhin mit FC Barcelona über Neymar-Wechsel. Wäre natürlich cool, den Brasilianer hier in der Liga zu sehen. Jetzt aber erstmal eine Nationaltrainer-Offerte aus Schweden. Haben wir doch letztens schon mal bekommen, oder? Meine ich mich so ganz leicht zu erinnern. Und leider fällt Federico Fernandes mit einem verstauchten Knie für 3 Wochen aus. Okay, aber noch irgendwo verkraft und vertretbar. Trotzdem ein bisschen bitter. Unser dritter aktuell verletzter Spieler, der jetzt ausfällt. Dann nehmen wir erstmal Balanta zumindest mit auf die Bank. Und wir sehen, wenn wir schon mal 3, 4 Verletzte haben, dann wird es doch ein bisschen eng im Kader. Aber ich bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Kader. Qualitativ wie quantitativ. Aber ich wollte noch mal kurz gucken bei den verletzten Spielern. Wie lange fällt Icardi denn noch aus? 5 Wochen noch. Ah, okay, Fernandes 3 Wochen, Icardi 5 Wochen. Und Tofolo Junior, den werden wir wahrscheinlich in der aktuellen Saison nicht mehr im Einsatz sehen. Okay, aber gehen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Transferzeitraum ist ja immer noch geöffnet. Das Transferfenster ist immer noch geöffnet. Oh, und wir bekommen ein Angebot für André Ayew und für Umtiti. Bilbao bietet für Samuel Umtiti 34,5, viel zu wenig. Geschäftsführer sagt, realistisch wäre bis 47,6. Aber ich habe nicht mehr vor, noch irgendeinen Spieler abzugeben in diesem Transferraum. Und guck mal, Saint-Étienne bietet 16 Mille für Ayew, dessen Vertrag übrigens ausläuft. Ach, Mann, wir könnten das so ganz finanziell gesehen, müssten wir das natürlich annehmen. Ach, und wisst ihr was, wir nehmen es auch einfach an. Und wir suchen uns beim nächsten Mal, im nächsten Part, dann nochmal einen Ersatz für Ayew. Sollte er sich entscheiden, zu Saint-Étienne zu wechseln. Halilovic will nicht zu Valencia. Vielleicht will er zum HSV, ähnlich wie im wahren Leben. Wer weiß, wer weiß. Wow, und Spieler verkauft. Das ging ja mal sehr schnell. André Ayew ebenfalls weg. 12 Mille wurden unserem Transferbudget dazugeschrieben. Wie ich finde, ein sehr guter Deal. Sein Vertrag wäre ausgelaufen. Saint-Étienne hätte ihn praktisch ablösefrei zur neuen Saison verpflichten können. Aber sie wollten ihn jetzt noch im Januar verpflichten. Und von daher haben wir noch ein bisschen Kleingeld dazu bekommen. Und haben jetzt noch 30 Mille auf der hohen Kante. Und da unser Kader jetzt wirklich so langsam ein bisschen klein wird. Thompson hätten wir zwar noch fürs nächste Mittelfeld. Aber ich denke, wir werden tatsächlich noch einen Spieler verpflichten. Am besten einen, der
hinten links als auch links im Offensivbereich spielen kann. Das wäre optimal, aber ich glaube, den suchen wir dann erst im nächsten Part. Wir werden also unerwartet doch nochmal am letzten Transfertag, denn beim nächsten Mal nach dem Spiel gegen Newcastle haben wir den 31. Da werden wir am letzten Transfertag also doch nochmal aktiv, meine Freunde. Ich habe noch keine Ahnung, wen wir da holen könnten. Da werde ich vielleicht nochmal offscreen kurz schauen, wen wir da holen könnten. HSV, keine Ablöse für Hernani vom UD Levante. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Wayne sagt nein zum FC Bournemouth. Und Menu hofft immer noch, Neymar zu verpflichten. Noch irgendwas transfertechnisch passiert? Ein Transfer ist noch passiert, neben dem von Andrea Yu, der für 16 Mille zu Saint-Étienne wechselt. Arnautovic von Stoke City für 27 Mille. Holy shit. Wechselt zum FC Genua. Damit der drittteuerste Transfer in dieser Transferperiode. Übertoppt nur von Berahino und Harry Kane. Da waren wir an beiden Transfers direkt beteiligt. So, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Okay, ich denke, das fällt mir spätestens dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Der nächste Part wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen Überlänge bekommen, aber es wird dann wahrscheinlich der letzte Part mit Überlänge sein. Aber vorher konzentrieren wir uns natürlich auf das Spiel, auf das wichtige Spiel wirklich, gegen Newcastle United. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.